dem Projekt handelt es sich um starke Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen, meist auch isoliert sind, sich relativ falsch ernähren, viel von Fastfood, Brot, Brötchen und so weiter, aber im Grunde genommen mangelernährt sind. Und wir wollen durch dieses Projekt erstmal das Thema Ernährung ins Bewusstsein dieser Kinder bringen. Kindgerechtes Kochen, kindgerechte Ernährung und insbesondere für Familien, die durch ein Raster fallen und sich das Ganze nicht unbedingt leisten können. Mein Name ist Norbert Eickholt, ich bin Leiter des Spielraumes vom Fachbereich Jugend und Schule. Ende 2012 kamen die Adikids auf mich zu und suchten nach geeigneten Räumlichkeiten, die wir hier in meiner Einrichtung auch durchaus gefunden haben. Unseren Kindern gefällt das ja sehr gut. Die freuen sich auch wahnsinnig immer, wenn sie nach hier hinkommen dürfen. Haben sich auch sehr super entwickelt, sind glücklich. Glückliche Kinderaugen, so wie wir es gerne haben möchten. Seid ihr dabei? Ja! Okay. Ich weiß, was du machst. Meine Freunde! Was sind denn Kräuter? Sind die gesund oder ungesund? Gesund. Die sind sogar sehr gesund. Pfeffer und Salz. Pfeffer und Salz haben wir auch noch. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich finde es wunderschön hier. Meine Tochter scheint auch viel Spaß zu haben. Die winkt mir auch gerade. Und ich finde solche Projekte halt sehr, sehr wertvoll für Kinder, damit die halt auch auf eine gesunde und vernünftige Art und Weise Sport machen können und halt auch auf eine Art und Weise Ernährung kennenlernen, die halt für unsere Zeit zeitgemäß ist und auch wichtig ist. Wie war das heute für dich? 4 Punkte hast du heute gemacht. Welche waren das? Spiel, Spaß, Bewegung und Kochen. Super.